Hallo Leute, herzlich willkommen bei einem kleinen Planungsvideo vom Server, was wir so geplant haben. Und ja, ich zeige euch ein paar Gegenden, wo wir dann zum Beispiel eine Stadt bauen und ein Villenviertel und so weiter. Und mit bei mir ist nicht Floster, nicht Niklas, nicht Shakeray, nicht Blue Game, sondern der Mega Cool Man. Wo ist der jetzt? Hallo? Hallo? Oh. Hallo, Mega. Hi. So, wir gehen jetzt auf Wanderschaft zusammen. Kommst du hoch? Ich will erstmal hier abbauen. Du willst abbauen? Okay. So. So, also. Ja, also, ich habe hier heute den Weg hier gemacht. Bis hierhin und dann nur noch halb und dann noch gar nicht. Wunderschön. Ich hatte leider nicht so viel Zeit. Tut mir leid. So wunderschön ist der Weg. Ich war ganz Tag beschäftigt mit Bauarbeiten. Ganze Zeit immer noch und mein Haus ausbauen. Okay. Tja, mein Real-Life-Haus natürlich nicht. Meine Kneipenhaus. Dort hinten ist ein Tor im Berg. Es ist einfach nur ein Schatten. Also, es ist so hohl ein bisschen. Können wir gleich mal kurz hingehen. Aber es ist so Schattenback dran. Ich glaube, bei mir sieht es noch schlimmer aus als bei dir. Bin mir gerade nicht so sicher. Ja, bei mir sieht es leider in der Ferne richtig kacke aus, weil irgendwie nicht alles rendert. Hm. Naja. Ich mache Licht. Plötzlich eine Fackel und plötzlich ist alles hell. Der Schattenbug ist weg. Ja, nicht schlecht. Also hier könnte man auch etwas reinbauen. So eine verlassene Festung oder so. Warst du jetzt hier nicht in der Richtung? Also ich habe ja gesehen, dass du irgendwo, keine Ahnung, wo warst, aber... Ja, ich bin in diese Richtung jetzt, also baue ich jetzt etwas. Okay. So, gehen wir kurz hin. Wenn ihr das vorherige Video-Vorstellung Part 3 gesehen habt, dann wisst ihr, was es wahrscheinlich schon wird. Ja, nicht ganz, weil ich es nicht ganz gesagt habe. So, und ich bekomme jetzt plötzlich keinen Hunger mehr. Vorher bekam ich innerhalb von einer Minute alle Hungerbalken weg und jetzt dann plötzlich, jetzt bekomme ich keinen Hunger mehr. Nichts mehr. Ah, da oben ist die Fackel. Warum sind hier überall Löcher im Schnee? Ich weiß es nicht, das liegt an der Ebene Ice Plains, ja. Die, so, das ist, da ist der Wald. Ich sehe schon den Wald. Ja, Wald. Der Mega-Tiger, mein Lieblingsbiome fast. Ja, eigentlich schon. Vorher hat den jeder gehasst. Ich habe den nie gehasst. Den anderen meinst du, den Tigerwald, aber der Mega-Tigerwald habe ich immer geliebt. Der ist neu, sehr neu. Also, so, glaube ich, 1.6. Ja, der ist cool. Der ist cool, gell? Ja, der ist cool. Der ist hier. Und schau mal hier drüben, wenn du das schon siehst, Ice Spike Biome. Noch nicht ganz. Ja, wir zeigen, ich denke, wir gehen jetzt kurz den Fluss rauf. Da ist nämlich mein Haus, also sollte mein Haus hin. Es wird jetzt das, ja, was Floster sagt, übertrieben. Weil Floster sagt gerne etwas Übertriebenes. Also, sagt immer, dass ich irgendwie betreibe oder so. Ich baue ein Baumhaus. Aber das Baumhaus hat oben drauf ein Schiff oder mehrere Schiffe. Piratenschiff. Und das Piratenschiff wird von einem Drachen in die Kralle genommen und der fliegt so. Also als würde er das Schiff auf den Bäumen absetzen, auf dem Baumhaus. Und am Schluss ist das so hoch, dass wahrscheinlich der Drache gar nicht sichtbar ist. Ich hoffe, okay. 52 Meter. Also ich komme hier runter. Wir gehen jetzt Richtung Norden. Okay. Machen wir ein Nordic Walking. Jo. Oh, der war schlecht. Okay. Oh, ich habe gar nicht mein Scheißloch gesehen. Es ist einfach so eine Höhle, die geht kurz rein und dann runter. Bis zum Bettdruck runter. Das ist mein Scheißloch. Also es ist nicht spektakulär. Das kann ich danach im Let's Play zeigen. Spektakulär. Spektakulär. Schau mal, dieser Balk, dieser Baum dorthin. Da hat einfach kleine Mini-Krone. Und hier ist der Pennies. Den kann ich sogar sehen. Ja. Ja, da kannst du sehen. Also hier gibt es zwei Berge, die sind mehr. Nein, bitte nicht kaputt machen, bitte.
Nein, ich wollte eigentlich nur ausprobieren, Du wolltest ob die einer nehmen, geht. aber die kannst du nur mit Naja, Sägetouch. ich hab's gemerkt, aber ich wollte eigentlich nur einen abbauen. Jo, nein, schon gut. Es Vielleicht. wird so als Nationalding. Schau mal hier. Der Effizient zu Kristall viel. beginnt hier unten. Schau mal. Das Der ist Kristall cool. beginnt hier unten und er geht hoch und dann geht er durch den Fels nach oben. Ich würde Und eher sagen, das irgendwo sieht hat es aus, dann als auch so würde. einen Berg. Ich würde eher sagen, das sieht aus, als würde er gerade so schmelzen, tropfen. Ja, also der würde jetzt so aussehen, genau, da würde ich auch sagen. Aber jetzt da hinten hat es dann mehrere Kristalle, die durch den Berg einfach gehen. Das ist so ein fliegender Berg. Ja, da ist er schon, also ich denke schon. Ich nicht. Warum? Also der Berg ist nur so eine Platte. Das ist nicht groß, aber. So, also. Ja, leider muss ich jetzt viel essen, aber wir müssen rennen, sonst geht das Video zu lange. Ja, ich denke, die würden Also sich zum auch freuen. Beispiel der geht durch dieses Hast du das Plateau gebaut? aus Schnee. Nein, das ist einfach so generiert worden. Das ist Lul. alles unberührtes Stimmt, Land. hier werden auch Schneeblöcke generiert, oder? Ja. Sind doch Ja, das Schneeblöcke. sind Schneeblöcke. Ah, hier hat Blue wahrscheinlich gebaut. Schau mal. Das hat wahrscheinlich Blue gebaut. What the Ich flip weiß soll es das nicht, der hat darstellen? einfach gesagt, er hat irgendwas gebaut. Und er hat hier den Kristall auch ein bisschen kaputt gemacht. Aber eben, es ist nicht so schlimm, also es gibt wahrscheinlich noch genug Eisberg-Biomes in der Nähe. Naja, ich denke, man hat. Es Also, ist nicht ist so jetzt nicht schlimm, der wenn kleine. es kaputt gemacht wird. Das wird halt einfach der veröffentlichen sehr im Land manchmal. Es ist Das jetzt ist nicht nicht. so ein kleines Ding. Ich meine, das Biom ist ja relativ groß. Ja, es ist lang vor allem, also es geht noch viel weiter hier in diese Richtung. In Richtung Nordwesten. Okay. Okay. Also jetzt kommen wir hier zum Gebirge. Das ist das eine Gebirge, das geht bis zur Bucht nach vorne. Wir müssen hier irgendwo nach oben. Nein, wir müssen rüber aufs Gebirge. Okay. Wow. Geh einfach nach rechts ein bisschen. Halt dich rechts. Okay. Ja, hier geht's hoch. Besser hoch. Oh, 36 Levels, wenn ich sterbe. Da bin ich wütend. 36. Ich habe 28. Ich bin jetzt seit vor dem Krankenhaus nicht mehr gestorben. Nur das Krankenhaus ist böse. Das Das hat dich Krankenhaus geheilt. hat mich unbesiegbar gemacht, das Böse. Jetzt bin ich unbesiegbar in Minecraft. Hilfe. Yeah. Schau, hier drüben hat es auch noch Waldbiom, also wahrscheinlich Hügelwald. Wenn du siehst, wahrscheinlich nicht, so wie ich sehe. Doch, ich hab's gesehen. Okay, dann gehen Also. wir hier wieder nach oben. Also jetzt kommt das Schöne, also mach dich gefasst, gell? Jetzt kommt das sehr Okay. schön. Ja. Ich drehe mich um. Du musst jetzt nicht umdrehen, du musst jetzt kommen. Was ist denn das? Schau mal der Berg hier an. Der geht einfach so rüber hier und dann ist hier noch ein Klotz. Ich glaube, das ist der Berg, da müssen wir hinter diesen Berg. Ich bin auch noch nicht so gewandt hier, aber ich habe richtig coole Sachen gefunden. Wenn ich das finde. Da ist ein fliegender Berg. Dort fliegt der Berg. Richtig groß fliegt es einfach. Da fliege ich in der Berg, zeig mal. Ja, das ist ja nur Stein. Ja, so Stern. Und der ist unten halt einfach abgebrochen, runtergebrochen. Sieht Ja, ja recht cool aus. sieht so aus, als würde das alles runtergestürzt. Ja, sieht gut aus. Also jetzt müssen wir hier drüber. Und ich habe schon wieder Hunger. Ich würde am liebsten die Kühe Ich habe nichts schlachten. mehr zu essen. Oh Gott. Ich habe auch nicht mehr viel. Da. Naja. Hinter dir. Das ist ja unseres. Weil ich und Mega zusammen in der Kneipe wohnen. Oh, nicht runterstürzen hier. Der ist da Wasser. Nee, fast nicht. Ich bin tot. Au. Du Arme. Du bist so arm. Oh Mann. Du hättest an der Seite entlang müssen. Wo ist dein Zeugs? Hast du Mein gar kein Zeug. Zeugs Ich habe eine dabei? Menge Sachen dabei. Wo? Liegt da unten. Ja, aber wo? Da unten? Ich sehe überhaupt nichts. Kannst du eine Kiste machen? Ja, aber zuerst muss ich dein Zeug sagen. Ja, da, Im wo Ding ein bisschen drin. Eis ist. Da, wo Eis ist. Nee. Oben dran wahrscheinlich. So, erstmal XD schreiben.
Muss man ja auch ja machen. R.I. Kannst du die Kiste machen? P. Ja, ich muss das Zeugs holen oben. Das ist wahrscheinlich weiter oben. Ich komme. Nein, nein, das ist unten. Ganz unten. Ganz unten. Ich habe glaube kein Eis hier. Ich sehe kein Eis. Ich sehe kein Eis. Kannst du mir auch deine Koordinaten sagen? Minus 72 plus 1455. Wo bist du runtergesprungen? Ich frag mich, du bist irgendwo ganz woanders runtergesprungen. Ich geh jetzt mal nach oben. Ich bin weiter rechts einmal. Ja, ich geh jetzt nach oben. Ich kann da nicht hoch. Mann. Ich hab 5 Minuten, ich hab nicht so lange. Ich du musst Menge einfach Sachen über die Bucht und dann über das Gebirge dann bis Bern. Na toll, jetzt hab ich nichts mehr zu essen. Ich hätte mir was zu essen mitnehmen sollen. Das war dämlich. Ich bin dämlich und komm nicht den Berg hoch. Ja, du sollst doch unten sein, im Fluss folgen. Oh, ich bin auch fast gestorben. Ja, okay. Dann mach ich's halt so. Ich wäre fast auch gestorben. Den Berg runter gehst, dann nach rechts. Nach rechts. Ich denke, das ist der links. Eis? Nö. Dann bist du aber wo weiter oben runtergestürzt. Okay. Ja, eigentlich... Nein, da ist überall kein Eis. Ich finde einfach kein Eis. Ja, ich finde überall kein Eis. Ah, hier. Okay, ich hab's. Du bist ganz auf der anderen Seite runtergestürzt. Ich muss Workbench machen. Und da geht der Flowstable. Da geht down. Und der geht down und down ist der down. Hab ich jetzt nicht. Hä? Ich hab doch jetzt gerade eine Kiste gemacht. Es laggt ihn ganz. Ganz komisch laggt's jetzt, ne? Genau dann, wo ich meine Sachen verliere. Mal, macht mit Absicht. Nein, ich merk's nicht, wenn es laggt, aber es laggt halt einfach, weil die Items dann plötzlich wieder zurückkommen. Nein, das ist mir. Was wird bäh? Effizient, Spitzhack ist wahrscheinlich die Diamant, Leiter. Au. Ich sollte nicht so viel Schaden nehmen. Ich hab sowieso noch eine Keule. Naja, ist ja auf Normal. Du hast so richtigen Schrott dabei. Nee. Das ist halt der Brückenbau. Das ist der Brückenbau-Schrott. Also siehst du gerade die Brücke im Inventar. Du machst einfach Brückenbau-Schrott. Der Brückenbau-Schrott. Song. Das ist der Brückenbau-Schrott. Das ist Brückenbau, Schrott, Blues. Oh, das ist ein schweres. Schwer zu sagen. Ja, das ist schwer. Sag es ganz schnell dreimal hintereinander. Ja, ich sag es dreimal hintereinander. Das ist der Brückenbau, bla bla. Das ist der Brückenbau, bla bla. Das ist der Brückenbau, Schrott, Song. Blues. Ja, gut, du bist besser in dem, Schrott. Aber ich bin dafür bei anderen Sachen viel besser. Mann, jetzt muss ich das Tier. Oh Gott. Oh Gott. Hast du da eine Kiste hingepackt? Mit das Video verzögert sich um 100 Stunden. Ich glaube, die kannst du schneiden, oder? Ich glaube, Diamant-Axt. Ja, ich kann schon schneiden, aber... Ich mache einfach weiter, du kommst danach, okay? Okay. Wenn ich etwas vergessen habe, reintun, oder wenn ich etwas doppelt rein... Also von mir auch reingetan hast, ist es egal. Naja. Teilen wir es dann nach dem Video auf. So, also, das will ich wegmachen. Okay, ja genau, hier sind wir jetzt im Gebirge. Hier ist eine komische Schlucht, die ist relativ wenig tief. Aber es ist eine Schlucht, glaube ich. Ich sollte weniger sterben und mehr laufen. Mega, du kannst so gut sterben. Wunderbar. Wie oft war das jetzt? Wie oft bin ich jetzt gestorben? Dreimal? Viermal? So, jetzt sind wir hier. Jo, was hast du jetzt gefunden? Das ist die Bucht. Ja, genau, das ist die Bucht. Also jetzt weiß ich genau, wo wir sind. Ich bin bei der Bucht und du bist wahrscheinlich hinten durchgegangen. Okay. Okay. Da drüben haben wir einen Leuchtturm bald. Das ist mein erstes Projekt oder zweites Projekt. Und der Wachturm, der wird dann mit der Burg da oben verbunden. Da müssen wir aber zuerst das Ding wegmachen. Da wird der Leuchtturm drüben sein, also ein bisschen weiter noch in diese Richtung. Da der Schneemut müssen wir wegmachen, dass es nicht weiter schneit und so weiter.
Und die Burg wird dann verbunden mit der Stadt. Die Stadt ist genau hier hinten drauf. Hinten. Da, hinten. Drüben. Hinten dran. Hinten dran drüben. Drauf. Okay. Ja, es ist. Ich kann es nicht sagen, einfach auf dem Plateau. Und ein bisschen hinten drunter auch noch. Ich habe noch ein Herz. Ja. Naja. ja. Was kann man noch sagen? Okay, das Video kann ruhig ein bisschen länger sein. Ein Video kann ruhig ein bisschen eine Stunde lang sein, also kein Problem. Gott! So, jetzt bin ich wahrscheinlich wieder. Ja. wieder am gleichen Ort, wo du gestorben bist, einfach dann. Au. So. Ist ein bisschen schlecht, wenn ich mich nicht orientieren kann. Weil ich möchte für euch am besten nicht genau immer die Koordinaten zeigen. Okay, ist Lava. Immer so gefährlich geheim. Es ist recht irreführend, das Gebirge hier. Vor allem, weil es so hoch ist. Naja, ich habe einen guten Orientierungssinn, das finde ich schön. Das mache ich doch mit meinem Berliner Akzent. Das ist kein Berliner Akzent, aber naja. Also hier kommt die Burg, jetzt sind wir auf der anderen Seite des Hügels, wo die Burg drauf kommt. Und jetzt seht ihr schon einen Kackstecken dort. Der Erdstecken. Und das hier, diese Ebene hier, wird die Altstadt. Warte mal. Du sagst, das ist ein Erdstecken. Ein Kackstecken, ja. Ja. Du hast da ein Wort vergessen. Der majestätische. Der majestätische Kackstecken des Zerstörens. Genau. Und hier drauf kommt dann eine Kaserne. Habe ich ein bisschen markiert mit diesen Fackeln. Und das dort ist ein besonderer Wald. Das ist ein Waldberg. Weiß nicht, wie das heißt. Der Drachen ist fertig. Okay. kurz schauen. Und in diesem Wald kommen die Villas hin. Also alle reichen Schnösel kommen dorthin. Vor allem Leute, ja, Forest Hills, okay. Waldhügel. Da kommen alle Leute, wo sich so auf dem Service schon beliebt gemacht haben und schon etwas geleistet haben, also etwas Öffentliches gebaut haben und so weiter. Die dürfen einfach so eine richtig gute Villa bauen, alles Mögliche. Und sich halt auch dort treffen mit den Schnöseln. Und auf dieser Seite haben wir so geplant Richtung die andere Seite. Also hier sind so die ärmeren Slums. Und irgendwo sind dann auch die, wie sagt man den Viertel, den Baracken? Ja, vor allem einfach da die hungerleidenden Viertel. Und auf der anderen, auf der schrägen Seite hier, schräg, kommt dann ein Hafen, ja, auch Hafen, ja, nicht so Hafen, eher so ein Touristenhafen oder so etwas. Hin. Wie im Mittelalter, Touristen im Mittelalter. Oder? Ja. Wahrscheinlich auch ein Leuchtturm oder so, einfach ein mittelalterlicher Leuchtturm. Ich möchte nicht unbedingt so einen weiß-roten Leuchtturm haben. Verdammt. Und hier drüben geht es dann wieder zu meinen Orca. Und das ist auch eine Anspielung. Also mein heißt Mine, also meinen, oder? Und Orca heißt ein Fisch, also ein Wal. Oder? Und mein Orca, auch eine Anspielung. Brillant. Das ist so brillant. Unglaublich brillant. Also, ja, jetzt war das Video leider ein bisschen gestreckt, aber es war ungefähr angenehm und nicht so lange. Ja, halbe Stunde ungefähr. So, ich mache mir ein Boot, tucke wieder zurück, zeig dir das, die Kiste, wenn du es noch nicht gefunden hast. Und wir sehen uns dann in den nächsten Videos vielleicht wieder oder
vielleicht auch wieder mal zusammen. Mal gucken. Jo, mal gucken. Dieses Mal leider nicht so viel von mir. Ja, schade. Sehr, sehr, sehr viel Tod-Action. Oh. So, jetzt. Oh. Also, bye, Leute. Tschüss. Tüdelü. Tüdelü.